Hallo und herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht seht ihr uns ja gerade auf saturn.de. Da sind wir ja seit gestern zu finden. Bzw. seit einigen Tagen sind wir ja da schon zu finden. Jetzt ist es aber offiziell im Games-Bereich auf saturn.de. Wenn ihr da also irgendwie sowieso eure Spiele shoppt, dann könnt ihr auch ein paar coole Spielevideos sehen. Und uns beide könnt ihr da in der Regel auch sehen. So, unser erstes Thema ist Horizon Zero Dawn und die PS 4K. Wie passt das zusammen? Ja, Horizon Zero Dawn erstmal wird womöglich verschoben. Branchen-Insider Shinobi 602, der ist ja bekannt, der liefert ja immer mal wieder so einen Leak. Laut dem soll der Release erst 2017 erscheinen und eigentlich soll das Spiel der Killzone-Entwickler ja schon in diesem Jahr oder noch in diesem Jahr erscheinen. Und der Tweet von Shinobi, der gibt einen kleinen Hinweis, vielleicht auf die PlayStation 4K, weil er twittert, das Spiel sieht in 4K-Auflösung hervorragend aus. Aha, also könnte ja eventuell der Grund für die Verschiebung sein, dass man das Spiel noch so anpasst, dass es dann auch für eine vermeintliche neue PlayStation 4K bzw. PlayStation Neo oder wie immer sie am Ende des Tages auch heißt, dann aufgemöbelt wird sozusagen. Wer Horizon Zero Dawn nicht kennt, das ist ja dieses Spiel ja mit diesen Roboter-Viechern, Urzeit-Viechern. Genau, irgendwie so ein bisschen, Mischmasch aus Urzeit-Adventure und Zukunftsvision. Es spielt weit in der Zukunft, die Welt ist untergegangen und auf ein steinzeitliches Niveau zurückgegangen und statt Dinos sind halt eben Roboter unterwegs. Sieht ganz interessant aus. Ja, PlayStation 4K hört sich auch interessant an. Spielejournalist Colin Moriarty von Kinda Funny, der sagt jetzt aber, die Entwickler sehen das gar nicht so gern. Er will gehört haben, dass die Entwickler eben nicht erfreut sind über diese PlayStation 4K und vor allem nicht über das kürzlich aufgekommene Gerücht, dass es da eine Richtlinie gibt, dass wenn in Zukunft Spiele entwickelt werden, diese auf der PlayStation 4K und auf der PlayStation 4 laufen müssen, weil das bedeutet für die Entwickler natürlich zusätzlichen Zeitaufwand und zusätzliche Kosten. Ja, den Spielern, denen kann es relativ egal sein dann, weil wenn man eine alte PS4 dann noch hat, dann läuft das Spiel schon mal. Also man muss sich jetzt nicht unbedingt eine neue kaufen. Und wenn man sich eine neue kauft, dann läuft es halt in einer höheren Auflösung oder mit besserer Grafik oder was auch immer. Naja, mal sehen, wie es da so weitergeht. Eine offizielle Ankündigung, die haben wir immer noch nicht. Natürlich für die neue Konsole. Gut. Dann kommen wir zu einem Dauerbrenner, nämlich der Grand Theft Auto Serie GTA 5. Da gibt es jetzt womöglich doch einen Singleplayer-DLC. Ja, die griechische Website Busted, die gibt da einen Hinweis drauf. Und diese Episode soll sich um einen neuen Spielcharakter drehen und halt eben nur für einen Singleplayer sein. Der Name des Charakters ist Anthony Miller, den kennt eigentlich noch keiner, also von dem hat man auch in GTA 5 noch nie was gehört. Und neben neuen Autos ist es vor allem cool, dass die Möglichkeit bestehen soll, auf Pferden zu reiten und in Casinos zu gehen. Und das lässt ja vielleicht auch auf ein neues Spielgebiet schließen. Genau, also das klingt sehr interessant. Als Location wird da Las Venturas und San Fierro vermutet. Das kennt man ja beide schon aus San Andreas, GTA San Andreas. Aber auch hier, bisher handelt es sich natürlich nur um Gerüchte, wobei der Publisher 2K Games, der eine großartige E3 versprochen hat, vielleicht gibt es also im Juni mehr Infos dazu, also pünktlich zu E3. Du bist ja dann auch vor Ort, und du wirst dann da berichten direkt. Ne? Auf jeden Fall sollte es einen Singleplayer-DLC geben, dann werde ich mir den auf jeden Fall genau anschauen. Ja. Ja, John Romero, der ist vielleicht vielen von euch bekannt als Doom-Schöpfer, der hat jetzt ein neues Studio gegründet, zusammen mit seiner Frau Brenda. Ja, die ist ja auch sehr bekannt in der Branche, beziehungsweise alte Hasen kennen die noch. So bekannt ist John Romero ja heute nicht mehr bei jüngeren Leuten. Der Studio heißt Nightwork Games, ist in Irland, vielleicht aus steuerlichen Gründen, keine Ahnung, da sind ja viele Studios. Aktuell befindet sich ein Ego-Shooter für den PC in Arbeit. Das kann der Romero ja meistens, manchmal kann er es auch nicht. Ich erinnere da an Daikatana, das war ja ganz schrecklich, aber vielleicht wird es ja jetzt besser. Einem Teaser-Video zufolge das Spiel ziemlich stark an auf Star Wars. Ja, John Romero ist da so in der Pose eines Spieleentwickler-Jedis zu sehen. Außerdem mit im Video ist Adrian Carmack, der Gründer von id Software. Da wird darauf hingewiesen, dass der neue Titel für den PC, also dieser Ego-Shooter, am 25. April enthüllt wird. Dieses Video können wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist nämlich großartig. Jetzt muss nur noch John Carmack dazukommen und dann haben sie The Band is Back Together und dann geht's richtig los. Also, wir warten ab, was
was da passiert. So, dann kommen wir zu Battlefield 5. Da hat nämlich ein angeblicher Insider, also Vorsicht, ein angeblicher Insider, womöglich den Untertitel geleakt. Ein Foto lässt demnach auf den Beinamen Vanguard schließen. Ja, zu Deutsch heißt das so viel wie Vorhut oder Vortrupp. Ja. Auf diesem Foto ist auch der Anspieltermin genannt. Das ist ganz spannend, weil das wird wieder auf der E3 stattfinden. Da soll man das Spiel ab 12. Juni selber spielen können. Ja. Und auch das Logo des Entwicklers, also DICE und von Publisher EA, sind auf diesem Foto mit drauf. Ob das dann aber für die Echtheit spricht, das bleibt natürlich abzuwarten. Ebenso gut könnte es sich natürlich auch um eine Fälschung handeln. Ja, keine Fälschung und kein Gerücht ist die folgende Info. Microsoft hat die Produktion der Xbox 360 eingestellt. Ja. Support läuft weiterhin, also ihr bekommt weiterhin natürlich Sicherheits- und Firmware-Updates, alles was es da so gibt. Ihr könnt dann auch weiterhin natürlich diese ganze Xbox Live-Plattform nutzen. Das ist alles drin. Und es gibt auch neue Goldangebote. Nur halt die Info, mit Microsoft hat sich halt entschieden, jetzt keine alten Konsolen mehr nachzuproduzieren. Ja, eine nachvollziehbare Entscheidung. Das ist richtig. 10 Jahre ist es her. Ungefähr, ja. Seit die erste vom Band gerollt ist, das war 2005 und bisher hat sie sich 85 Millionen Mal verkauft. Das ist Microsofts Wahnsinn. Erfolgreichste Konsole bisher. Ja, also kann man nur sagen, Gratulation für diese erfolgreiche Zeit. Xbox One, Xbox 360 hatten halt die meisten Leute sicherlich eine zu Hause mal stehen. Ja. Vielleicht ist auch kaputt gegangen, ne? Red Ring of Death, wir erinnern uns, aber du hast auch noch eine, ja? Ich habe noch eine, ja. Und jetzt wird übrigens spekuliert, dass auf eBay die Angebote hochschnell, klar, ja, ne? Weil ja keine neuen Konsolen nachproduziert werden. Mal gucken, vielleicht stelle ich sie rein, aber ich glaube nicht. Also, falls ihr noch eine brandneue haben wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Oder bei mir melden. Oder bei, genau, meldet euch doch einfach. Genau, bei newsshow@gamestv24.de könnt ihr auch natürlich uns Tipps schicken, wenn ihr irgendwas findet oder so, worüber wir vielleicht mal sprechen sollten. Einfach an diese E-Mail schicken und wir gucken uns das Ganze an, bedanken uns fürs Zusehen und sagen bis morgen. Tschüss.